Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu BattleTech. Wir sind beim letzten Mal gerade so durch einen glücklichen Umstand. Die Sabotage des Feindes hat uns tatsächlich das Leben gerettet, wenn man so will. Ironie des Schicksals. Wir haben überlebt und befinden uns nun im hohen Orbit über der Welt, die gerade eben im Chaos versinkt, auf der wir gerade eben noch gekämpft haben. Und der ausführende Offizier Darius Oliveira hat uns begrüßt. My name is Darius Oliveira and I am the XO of Markham's Marauders. Also, er ist wohl der ausführende Offizier von Markham's Marodeuren. We're a mercenary outfit with ties to House Arano. We did some work for High Lord Tamati way back when. Also, sie sind Söldner, die eine gewisse Verbindung zum Haus Arano haben und haben für den Hohen Lord Tamati damals gearbeitet. I'd introduce you to Commander Markham, but he was on a supply run in the Markets District when the bombs fell. He didn't make it. Also, er hätte uns gerne sozusagen dem Commander vorgestellt, aber er war zu dem Zeitpunkt, als die Bomben gefallen sind, im Markt District, also ihr wisst, was ich meine, da wo halt gehandelt wird. Er hat es nicht geschafft. Und wir können es fragen, du hast mich gerettet, warum? Oder mir tut dein Verlust leid, oder it wasn't for your company, I'd be dead too. Achso, Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt ebenfalls tot. Ich sage mal, mir tut ein Verlust leid. Yeah, I am too. He was a good man. A lot of good people died today. Also sein Commander war ein guter Mann. Ihm tut sein Tod auch leid, aber heute sind sehr viele gute Leute gestorben. We picked up your distress beacon on the emergency band as we were on our way off the planet. After seeing what happened to Markham, it didn't feel right leaving you in the hands of the new directorate. We did a sweep of the combat site, grabbed your ejection pod and ran. Also, sie haben unser Notfallsignal aufgenommen gehabt und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, als sie gerade eben auf der Flucht sozusagen vom Planeten waren, uns da zurückzulassen und uns in die Hände dieses neuen Direktorats quasi wiederum dort zu belassen. Sie haben uns geschnappt, nachdem sie einen kurzen, einen Sweep, also eine kurze Kurve geflogen sind und haben uns eingesammelt und sind dann auf und davon. What about Mastiff, Sir Ryu, Montgomery, did you find them? Das können wir sagen, also ob sie unseren Lehrmeister gefunden haben. Were you able to recover my blackjack? Also es geht, also ob sie unseren Mech retten konnten oder... So, what happens now? Ich würde einfach mal sagen, wir sagen, das ist, was machen wir jetzt? Weil die haben den garantiert nicht holen können. Ich meine, das hat er doch gerade gesagt, so eine blöde Frage. Well, things aren't looking so hot around here. What? With the coup and all, House Espinosa's directorate is the new de facto government of the Oregon Reach. Also es sieht momentan, es sieht gerade eben nicht so geil aus. Das Haus Espinosa ist jetzt mehr oder weniger die neue offizielle Regierung des Oregonischen Reiches. I'm sorry to have to tell you this, but Lady Arano is dead. Her dropship was destroyed on takeoff. It's all over the news. Und er sagt uns, dass es ihm leid tut, uns zu berichten, dass Lady Arano tot ist. Dass ihr Dropschiff, also ihr Landungsschiff, abgeschossen worden ist. Es ist überall in den Nachrichten zu lesen. Und wir können jetzt einfach trocken sagen, well, shit. Oder, denn Mastiff died for nothing, also dass unser Lehrmeister für nichts gestorben ist, oder verdammt, was für eine Verschwendung. Ich würde mal sagen, wir sagen das hier, oder? Ich nehme mal das hier. Dass Mastiff umsonst gestorben ist. He died doing his duty, from what I remember of the old man, that's exactly how he'd have wanted to go. Also, er starb dabei, seine Pflicht zu erfüllen. Und soweit ich mich an diesen alten Mann erinnere, war es genau das, was er wollte.
Speaking of going, we're getting the hell out of the origin territory. We're heading to a nice, quiet stretch of independent space all the way across the frontier on the Canopian border. Übrigens, wo wir gerade dabei sind zu gehen oder darüber reden zu gehen, wir sehen zu, dass wir das aurigianische Gebiet verlassen und versuchen uns in der Nähe der kanopianischen Grenze an einem ruhigen, kleinen, netten Ort ja, mehr oder weniger zu verstecken. As for you, well, you've got options. Also, was dich betrifft, du hast ein paar, ein paar Möglichkeiten. According to your blood cheat, you're got family out in the Federated Suns. If you want, I could look into booking you transport on a freighter bound for Davison Space. I can't make any promise, but I'm willing to try. Also er sagt im Grunde sozusagen, aufgrund sozusagen unserer blood cheat, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall, ja, es ist ihm möglich, dafür zu sorgen, dass wir zu unserer Familie gebracht werden. Er müsste dafür einfach nur einen Transporter für uns buchen. Und dann werden wir dort hingebracht, wenn wir wollen. Und das haben wir zum allerersten Mal jetzt hier. Und das ist das, was ich in der nullten Folge, in der ersten Folge angesprochen hatte. Dass wir jetzt hier sozusagen die Möglichkeit haben, hier natürlich jetzt quasi auch aufgrund unseres Hintergrunds Entscheidungen zu treffen, die so ein bisschen das Spiel wahrscheinlich beeinflussen. Jetzt hier unsere Ahnen des Hauses der Federated Suns. The Federation isn't my home, never has been. My family moved to the Reach before I was born. Dann können wir sagen, bei der Hintergrund Frontier Freelancer, I know how to live on the Frontier. If that's where you're going, I guess I'm with you. Also wir können uns jetzt ihm anschließen. Wir können also unsere Familie anschließen, wir können uns jetzt ihm anschließen. Oder that's ancient history and besides I'm broke. What is option B? Also, er scheint damit irgendwie gar nicht glücklich zu sein. Wir könnten uns also jetzt für die Freelancer-Situation entscheiden oder für die Federated Suns. Ich denke mal, wir werden ein Freelancer. Wir sind ein Freelancer. Wir haben die Sache mit der Familie eigentlich weitgehend hinter uns gelassen. You're welcome to stay aboard for as long as you like. When we get near the Canopian border, we'll drop you off on the planet of your choosing. Also, wir sind so lange willkommen, wie wir möchten. Wenn wir an der kanopianischen Grenze sind, wird er uns auf dem Planeten rauslassen, wo wir halt raus wollen. Of course, we'll need you to pitch in for your share for the fuel, plus food, lodging and repairs on your mech. Fair is fair, after all. Okay, also es wird natürlich trotzdem uns ein bisschen was kosten. Nahrung, Sprit, und natürlich auch unsere Unterkunft, sowie auch die Reparatur unseres Mechs. Also irgendwie konnten sie anscheinend doch unseren Mech irgendwie bergen, so wie es aussieht. Aber ja, wie gesagt, fair is fair. After all, also im Grunde, das ist, glaube ich, so ein typisch englischer Ausspruch quasi. Eine Hand wäscht die andere, ist das, glaube ich, so grob übersetzt. Alternatively, you could find a place for yourself in the Marauders if you want to. Wouldn't take you long to work off your debt. And you ran with Mastiff. So I know you are good chops. Alternativ könnten wir natürlich auch nicht einfach irgendwo rausgehen, sondern wir könnten uns den Marauders anschließen und damit mehr oder weniger unsere Schuld damit begleichen. Und weil wir ein Schüler von Mastiff waren, glaubte, dass wir es drauf haben. Think it over, sleep on it. You've had a hell of a day and we've got a long road ahead. Wir sollen erstmal darüber schlafen. Wir hatten einen echt beschissenen Tag und es liegt noch eine ganze Wegstrecke vor uns. 3 Jahre später. Your Green Rimworld Frontier. Irgendwie liest er fast Ukraine, aber wird's wohl eher nicht sein. Also ich kann euch nur empfehlen, im Zweifelsfall das Spiel, wenn ihr es habt, auf einer SSD-Platte zu speichern. Es geht deutlich schneller. Es geht deutlich schneller, wenn es auf einer SSD-Platte speichert. Also auf einer ganz, ganz klassischen Festplatte, ja, dauert es unter Umständen verdammt lang. So, jetzt beginnen wir unsere nächste Mission. Command Interface initiated.
IPL Representative. Also wir sind jetzt, so wie es aussieht, zum allerersten Mal. Wir haben jetzt einfach einen neuen Job angenommen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir sind jetzt, so wie es aussieht, auf jeden Fall unterwegs. Egal, was wir getan haben. Wir hatten da leider keine weitere Entscheidung mehr. Wir sind auf jeden Fall jetzt 3 Jahre später irgendwo. Und ein IPL Representative redet uns: The Independent Prospectus League thanks you for your assistance, Commander. We are miners, not soldiers. We can't fight these bastards off on our own. Also wir haben, so wie es aussieht, irgendwelchen Minenarbeitern geholfen. Ah, wir sind immer noch bei Darius Oliveira. Wir sind anscheinend dort geblieben. That's what you paying us for. Don't worry, we'll get your platforms back. Also so wie es aussieht, haben wir jetzt eine Aufgabe. This isn't just about reclaiming what's ours. Majesty Metals killed hundreds of us when they tried to jump our claim. We want you to make them bleed for what they have done here. Also hier geht es nicht nur darum, was sie ihnen genommen haben und das Ganze zurückzubekommen. Es geht ja darum, dass hier hunderte von den Metallarbeitern getötet worden sind. Sie sollen dafür bluten, dass sie das getan haben. Commander, the OP4 is holding 2 of the IPL's mining platforms. The first, designated Alpha, is where they're keeping their turret generator. Move in fast and take it out. Those turrets hit hard and so you will want to neutralize them as soon as possible. Also gut, die gegnerischen Kräfte halten 2 Minenplattformen. Die erste wird als Alpha bezeichnet und diese hat einen, ja, Turmgenerator, also ein, ja, kann im Grunde sozusagen einen Turm steuern, der auf uns schießen kann. Wir sollen auf jeden Fall den ganz, ganz schnell ausschalten und ansonsten trifft er uns nämlich ziemlich böse. Platform Bravo is the site of the OP4's corporate security tower. Engage and destroy it. If they bring in a mech to protect it, take that out too. Then circle on back and we'll collect our pay. Okay, also auf der Plattform Bravo haben sie einen Sicherheitsturm. Falls dort, also den sollen wir auch ausschalten. Falls irgendwelche Mechs auftauchen, um ihn zu beschützen, sollen wir diese ebenfalls ausschalten. Dann sollen wir zurückkehren und unsere Bezahlung einfordern. That's right, I'm ready and waiting to authorize the transfer. Now go on, Commander, hit those corporate pigs where it hurts. Well, we'll be watching the action from here. Also er wartet nur darauf, quasi den Geldtransfer zu gestatten. Also es ist auch richtig, was hier gerade eben beschrieben wurde. Sie werden das Ganze von hier aus beobachten. Wir sollen diese Schweine erledigen. Also genau genommen sollen wir sie dort treffen, wo es weh tut. So, und jetzt sind wir dran. Mal gucken, was wir haben. Wir haben jetzt also hier unseren Blackjack. Dann haben wir hier... Die heißt Glitch. Die hat einen Vindicator. Dann haben wir noch... Behemoth, die hat einen, also die heißt ernsthaft Behemoth und hat einen Shadowhawk, okay. Und dann haben wir noch Decker, der hat einen Spider, das ist mehr oder weniger wohl unser Scout. Dann bin ich mal dafür. Also das wäre sozusagen hier die Position B und das ist A. Wir können, so wie es aussieht, über mehrere Richtungen vorrücken. Jetzt bin ich dann doch mal der Meinung, dass wir hier hingehen, weil ich brauche erstmal Sicht. Und diese Sicht will ich mir jetzt erstmal organisieren. Die organisiere ich mir am besten quasi... Ah! You are trespassing on Majesty Metals and Manufacturing Property and acting in collusion with a domestic terrorist organization. Cease your advance immediately or you will be fired upon. Aha. Sympathisch. Okay, sie haben uns also schon bemerkt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Ich wollte eigentlich hier hochgehen, aber... Das wird schwierig. Hier sind auch noch diese anderen Türme. Wir haben also schon 3 Türme gefunden. Hier wird auch noch ein Turm sein. Und das hier ist der Turret Generator, den wir angreifen sollen. Okay, das heißt also, wir sollten am besten mit den anderen tendenziös eher hier runterwärts gehen. That's my plan. Got it. Affirmative. Die ist umdreht, ne? Also wie gesagt, wir gehen jetzt da runter und greifen den Fluten, dann haben wir am allerwenigsten Türme zu befürchten. Ja, yes, Commander. Decker ist jetzt wieder hier. Was ist das hier? Precision Strike. Ja, das klingt ja eigentlich ganz cool, aber auch wiederum nicht. Ich sehe zu, dass ich jetzt... Nee, dann habe ich hier Line of... Die haben die Line of Sight auf mich und das will ich nicht. Roger.
full speed. Ich will nicht, dass sie Line of Sight bekommen. Enemy turn. Oh! Da kommt ein Mech an. Wie unsympathisch. Ein Spider, so wie es aussieht, oder was ist das? Ja, ein Spider. Ja, das ist natürlich jetzt eher ungut. Yes, Commander. Nee, ich will nicht moven, ich will sprinten. Ich will hier außen rumgehen, so schnell wie es geht. On the move, full speed. Full speed darunter. Mhm. Good to go. Good to go. Wir folgen da runterwärts. Wir werden jetzt uns zurückziehen mit unserem kleinen, was hatten wir, Spider oder sowas? Also auf jeden Fall mit Decker werden wir uns zurückziehen. Full throttle. Nur unser Mech hat eine eigene Alexa. Enemy turn. I've been sensor locked. Oh Gott, wir sind sensor locked. Das heißt, wir werden leichter getroffen. Das ist nicht so geil. Uiuiui. Oh! Not so good. Wird Zeit, mit Decker abzuhauen. Sag mal, jetzt dürfen die alle auf ihn schießen. What the hell? I'm getting my ass kicked. Ja, den Eindruck habe ich auch. Au, 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 au. Okay, unser Spider ist auf jeden Fall gleich schon mal erledigt. Okay, liebe Kinder, ihr habt gelernt, geht auf gar keinen Fall da hoch. Blöde Idee. Also ich spiele diese Mission gerade eben zum allerersten Mal. Ich kann euch nur sagen, blöde Idee, das so zu machen. Medium Laser Crit. Ist auch raus. Ja. Wir liegen jetzt, ne? Übrigens, das sind, zeigt übrigens das gelb-rote Gedöns da unten an. Tja, Decker, das war schön, dich kennengelernt zu haben. Fuck. Das ist einfach mal schon mal raus. Ist ja unfassbar. Also wie gesagt, das da oben ist eine Todeszone. Keine gute Idee. Ist ja mal heftig, ey. Ich muss ja bloß Sicht da oben auf das Ding bekommen, dann kann ich wahrscheinlich mit den entsprechenden Long-Range-Missiles draufschießen. Hat es einfach den Decker erledigt, quasi direkt am Anfang. Und ich habe gedacht, ich stehe da in Sicherheit, wisst ihr? So sehr kann man sich irren. Ich glaube, das Spiel wird definitiv sehr, sehr schwierig. Enemy turn. Enemy hat auf jeden Fall hoffentlich keine Möglichkeit, auf uns anzugreifen. Also wenn sie uns jetzt auch angreifen, sind wir einfach nur im Arsch. Die kommen jetzt von da oben. Wir hätten doch, glaube ich, auch da lang laufen können. Wäre wahrscheinlich der smartere Teil gewesen. Jetzt gehen wir mal dahin. Jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht sollten wir auch da hochgehen. Ich habe wahrscheinlich noch keine Sicht. Nee, habe ich nicht. Dann machen wir jetzt mal hier Guard an. Waiting for orders. Währenddessen sie jetzt mal da unten lang sprintet. Got it. Und wir schließen hier auf. Auch sprintend. Meine Fresse, ey, haben wir da gerade eben aber echt eine Fett kassiert. So, jetzt kommen die ganzen Gegner. Und das wird der da auch kommen. Das ist auf jeden Fall ein Mech. Das sind mehrere Mechs.
Da kommt der Spider. Mhm. Sympathisches Kerlchen. Ich kann auf jeden Fall da auf ihn schießen. Was ich jetzt auch mache. Feuer. Ich habe fast keine Trefferchance. Egal. Feuer frei mit allem. All weapons committed. Alles, was wir treffen, ist gut. Good to go. Dann gehen wir mit der Glitch ebenfalls vor, allerdings da lang. Haben wir Long Range Missiles? Wir haben Long Range Missiles, ja. Allerdings, PPC, das ist ein Sniper. Machen wir noch einen Precision Strike draus. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, was zu treffen. Ich würde mal sagen, wir ziehen gezielt auf das da. Feuer. Roger that. Yeah, das war ein guter Hit. Kniekapper. Der muss erstmal wieder aufstehen. Yes, Commander. Und jetzt rücken wir hier vor. Oh Gott, es sind einige, die jetzt auf sie schießen können. Das finde ich aber gar nicht gut. Oh, die durften eigentlich auf die Distanz nicht treffen. Moving out. Oder zumindest nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Tja, ich kann auf jeden Fall jetzt auch auf den schießen. Ich mache die Long-Range-Missiles aus. Und... ich kann gar nicht... Achso, ich... Ist auch ein Precision-Strike, so wie es aussieht. Feuer. Target confirmed. Jump-Jet ist destroyed. Inflicted some heavy damage. Gut, das war auf jeden Fall wichtig. Eieiei. Es waren mehr Treffer, als ich mir gewünscht habe. Oh oh. Okay, das. Zum Glück sind da die meisten daneben gegangen. Light Damage, Commander. Light Damage. Boah, fuck! Das waren 12 Schaden. Damage is minor, Commander. Mhm. Ein Kommando. Wie gesagt, die müssen wir ausschalten. Solange die Sicht bieten, haben wir ein Problem. Oh, boah, fuck. Lucky. Under heavy fire. Lucky Hit gegen uns hier. Okay, das heißt, wir rücken jetzt hier vor. Und schießen jetzt erstmal auf den da. Wir haben leider... wir sind voll kacke, ey. Guckt euch das mal an. Wir sind sowas von kacke. We don't hit shit. Unsere Moral ist ein bisschen unten. Ich muss ihn jetzt angreifen. Hab keine andere Wahl. Ich verzichte auf die ACs. Feuer. Engaging target. Boah, das waren aber ein paar glückliche Treffer. Also das, da haben wir gut gewürfelt, möchte ich mal behaupten. Waiting for orders. On my way. So, was haben wir jetzt hier noch für Möglichkeiten? Wir können hier Multi-Target machen. Long-Range-Missile. Ja, komm, wir machen Multi-Target. Das ist Target A. Ach nee, warte mal, ich kann das hier schon angreifen. Target B. Und Target C. So, und Target A wird ignoriert. Wir schießen auf... Nee. Doch, wir schießen damit und auch damit auf B und damit auf C. Feuer. Roger that. Wenn wir die Türme nämlich ausschalten, können wir das super. Fast. Und damit haben wir verschossen. Aber egal. Wenn wir das Ding da unten mit unserem Sniper-Tussi da ausschalten können, dann wäre das super. Orders. So, Long-Range-Missile-Gedöns.
Gehen wir da hin. Mit ihr. Sie kann leider keinen Multishot machen. Ich kann höchstens das hier machen. Und wie gesagt, ich will, dass das Ding jetzt drauf geht. Ich spare mir das hier. Feuer. Target confirmed. Na also. Turret Generator. Ist raus. Perfekt. Das macht das Leben leichter. Sehr viel leichter. Tja, jetzt steht er auf und denkt sich, Scheiße, alles kaputt. Ich hab ihm doch seinen Jumpjet kaputt gemacht, doch nicht. Wie er flieht. Der ist genauso. Oder? Nee, der flieht nicht. Dang it, that hurt. Kacke. Der ist gerade eben weggeflogen, jetzt kommt er wieder. Ja gut, er kann nicht mehr wirklich laufen, man sieht's, ne? Das Bein ist halt kaputt. Es ist nicht völlig zerstört, aber es ist halt schwer beschädigt. Das sind schon zwei mutige Trottel. Okay. Dann rücken wir jetzt halt mal vor auf die Kameraden. Greifen selber. Und ich frage mich, wie wir letzten Endes irgendwie XP machen. Das weiß ich ehrlich gesagt. Da haben wir... Oh, da haben wir eine super Trefferchance. Unsere ACs sind halt schlecht, aber egal. Komm, den ballern wir jetzt weg. Yeah. Knock. Down. Booms. Pilot injured. Good to go. Nee, warte mal. Ich drehe das da noch drauf. 85 Milli. Das ist cool. Location confirmed. Das dürfte dem reichen. Yep. Den haben wir geschlagen. Tango down. Der arme Decker immer noch. Sock him. Commander? Und jetzt rücken wir vor und rücken den hier nochmal auf die Pelle. Der ist ja auch schon so fast so gut wie weg. Machen wir mal einen Precision Strike auf den hier. Direkt hier ins Zentrum. Die Long Range Missiles kann ich rausnehmen. Die Short Range Missiles gehen eh nicht. Feuer. Small Laser geht eh nicht so rum. Feuer frei. Boff! Sie hat CT destroyed, damit ist er vorbei. Mech destroyed. Central Torso. CT. Hey. Ich glaube, es bekommt hier Verstärkung. Und um die kümmern wir uns in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis dahin, ne? Schöne Zeit. Tschüss und ade.